Jo, da wären wir wieder. Und ich wollte eigentlich gerade gucken, warum die lila Module, die lila Science Packs nicht benutzt werden. Das heißt, wir huschen kurz hoch zur Forschungsanlage. Ja, wir haben keine hellblauen Tränke. Hab ich die vergessen unten zu bauen? Vergessen die unten anzuschließen? Oder was ist das genau? Also das würde ich jetzt gerne in dieser Aufnahmesession machen. Das mit den Science Packs so weit hinbekommen. Du kriegst keine grünen Ärmchen. Weil wir grüne Ärmchen nicht bauen. Ja, das erklärt's. Also, dass man den Science Packs hinbekommen, damit die Forschung weiterlaufen kann und danach das Stromnetz so ausbauen, dass es auch ausfallsicher ist. Das wurde schon mehrfach vorgeschlagen. Aber jetzt sollte ich mir echt die Zeit dafür mal nehmen. So, Smart Inserter. Du brauchst noch eine Kiste. Da, und du kriegst dann blaue Ärmchen. Ärmchen? Blau. Und Chips grün. Nein, nicht neu anklicken. Du solltest darauf und dann 100 und die Kiste bitte beschränken. Weil wir brauchen nicht mehr als 2 Stacks grüne Ärmchen. Das Ganze darfst du ruhig schnell machen. So. Ja, eigentlich hätte ich die ganze gerne noch bessere Produktivitätsmodule, aber das haut schon hin. Nee, haut's nicht, weil es viel zu lange dauert. Hatten wir die Moduldinger oben wieder angeschmissen? Die lange Modulkette hier? Ja, haben wir. Nein. Ärmchen sind soweit alle okay. Den Renegator ersetze ich mal, so. Das ist nur ein Zweiermodul. Das könnte ich auch noch ändern. Ich habe jetzt doch die noch schnelleren Module. So. Es hapert an euch, es hapert an euch, es hapert an... Was? Warum werden die nicht rausgeholt? Zweiermodule. Du brauchst Zweiermodule. Da ist ein Ärmchen. Richtig rum. Da sind Zweiermodule. Hä? Achso, weil du nicht rausgeholt wirst. Warum wirst du nicht rausgeholt? Du bist ein Dreiermodul. Du brauchst Dreiermodule. Weil du nicht rausgeholt wirst. Warum arbeitest du nicht? Hier ist nur einer drin. Okay. Das ist ein wenig komisch, aber es scheint sich zu stauen, weil hier hinten nicht schnell genug gearbeitet wird. Aber daran arbeiten wir ja, dass es da auch schneller geht. Das heißt, wir nehmen da einfach mal ein bisschen bessere Fabriken und dann haut er schon hin. Dich beschränken wir auf ein Stack. Weil die Dinger sind schon meine teuer. Da. 40 blaue Chips, das ist der Knackpunkt. Pro davon. Fabrik. Da. So, okay, also das arbeitet. Das Problem mit den blauen Science Packs haben wir so im Griff bekommen, größtenteils. Das heißt, zweites Problemchen war das hier oben. Also zum einen ist es nicht krisensicher. Ich hätte gerne ein krisensicheres System. Und es darf dann auch nicht verbunden sein mit dem Hauptsystem. Da waren sich alle in den Kommentaren einig. Sorgt bloß dafür, dass es nicht verbunden ist, weil sonst bricht alles ab. Das heißt, ich müsste die hier jetzt irgendwie nach oben setzen, dass sie sich nicht damit verbinden. Ja. Und dann bräuchte ich hier oben irgendeine Stromquelle. Also da wir ja Was ist, wenn ich jetzt hier einfach eine gute Steam Engine ransetze? Und dann versorgt ihr nur diesen Strombereich. Ja, das müsste, glaube ich, die einfachste Lösung sein. Ich nehme einfach einen davon.
Der produziert 1,4 MW, das sollte ja eigentlich schon reichen. Poppt ihn genau da. Also da ist noch kein Boiler vor, ja. Komm mal kurz her. Kriegst jetzt hier. Ich glaube, ich mach's lieber da oben. Sieht ein bisschen schicker aus. Du kriegst jetzt Boiler. 1, 2, 3. Strom müssen wir später gucken, wie wir das genau regeln. So. Dann brauchst du auch Ärmchen. Und brauchst du auch Kisten. Wee. Ja, ist alles nur Kleinkram, ist okay. Kisten. Die Kisten hätten alle gerne dasselbe wie die da. Können aber nicht im Notfall beliefert werden. Das ist ein wichtiger Punkt. Im Notfall haben die Roboter nämlich auch keinen Strom. Da. Cool. Schiff links, so. Also sie können im Notfall nicht beliefert werden. Das heißt, es sollte da eigentlich mehr rein als 100. Sagen wir mal 200. Länger sollte so ein Notfall hoffentlich nicht dauern, weil Brennstoffblöcke halten ganz schön lange. So. Da haben wir jetzt 100 Grad heißes Wasser. Wir setzen da jetzt nicht so ein Ding hin, weil wir erstmal Landfill brauchen. So. Der kriegt jetzt nicht genug Hitze, sehe ich gerade. Also wir bräuchten bessere Boiler. Ne? Das kennen wir ja schon, aber ich habe gerade keinen Stein. Ich denke aber, der sollte reichen für das kleine System hier oben. Das heißt, ich reiße jetzt die hier ab. Sorgt für einen kleinen Stromengpass. Wo bist du? Da bist du. Und setzt ihn so wieder hin, dass er nicht verbunden ist. So. Das gleiche mache ich hier. So, das heißt, läuft jetzt alles über den da. Und das reicht völlig, ja. Trotzdem hätte ich noch ganz gerne Akkus. Da. So, hier einfach vier Akkus, die sich nach und nach füllen. Und das System müsste jetzt doch eigentlich bombensicher sein, oder? Das Einzige, was passieren könnte, ist, irgendwie fällt die Steam Engine aus. Dann hat die Pumpe keinen Strom mehr und dann kann die Steam Engine auch gar keinen Strom mehr generieren, wenn sie wieder angehen sollte. Warum sollte allerdings die Steam Engine ausgehen? Weil sie keine Fuel Blocks mehr hat. Aber das sollte sehr, sehr lange dauern. Okay. Das heißt, ich hätte jetzt gerne Stein. Ich hätte gerne das Problem da unten eigentlich gelöst. Hellblaue Tränke sind noch nicht so wirklich hier oben angekommen. Wo schießen die überhaupt? Da unten und da hinten. Also ich kann hier jetzt persönlich eingreifen. So ein bisschen zumindest. Aber das Rauskommen ist immer so schwer. Sind hier die Mauern im Weg, ne? Da bist du. Ich glaube, ich setze jetzt hier auch nochmal diese Mauern hin. Die da. Bräuchte ich nur Steinmauern für. Bitte gib mir mal Steinmauern. Was? Sie sind in die Luft geflogen. Komm näher. Aber das ist alles kein Problem. So. Ja, das lief doch ganz gut. Also sowohl die Geschichte mit den Science Packs ist ansatzweise behoben, als auch der Strom. Wobei, es gibt wieder eine neue Ditec-Version. Und einer der Probleme, die ich sehe bei der neuen Ditec-Version, ist, dass kurzfristig der Strom... Also es kommt nicht so viel Strom an, wie ankommen sollte. Weil sie irgendwas geändert haben mit dem Wasser und den Boilern und so. Und ich hätte das ansatzweise schon mal getestet gehabt. Ich habe den Spielstand mit den neuen Mods geladen und wir hatten instant keinen Strom. Und das ist kein besonders guter Zustand, wenn man durchgehend belagert wird. Deswegen war es auch wichtig, dass ich jetzt dieses Backup-System eingesetzt habe. Und wir allgemein auch noch ein bisschen daran rumdoktoren. Und danach können wir auf die neue Version updaten. Also auf die Version vom 3. Januar. Bau bitte davon welche.
Lass mich hier durch irgendwo. So, mach mal hier ein Tor. Daltek muss unbedingt Chitin-Tore einfügen. Ah, gib ihm. Gut. Das hat schon ein bisschen was gespart an Ressourcen. Ja, hier. Nee, nicht du. Du. Du brauchst unbedingt eine viel, viel bessere Fabrik. Da. Naja, eigentlich brauchst du 5 super. Weißt du was? Du kriegst mal 5 davon. Ist jetzt ein wenig Ressourcenverschwendung, beziehungsweise ist es nicht ressourcensparend. Aber ich brauche die Science Pack, damit die Power Armor fertig wird. Später können wir das Ganze immer noch ummodeln auf Produktivitätsmodule. Apropos, wie viele habe ich da produziert in der Zwischenzeit? Oh, ist okay, ist okay. Sagen die Akkus. Akkus sind fast voll. Jo, okay. Power Armor kommt. Ich habe 50 Alien-Artefakte. Das heißt, ich kann das Ding gleich echt bauen. Sehr schön. Woran es dann eher hapern wird, wird sie Munition sein. Wobei ich jetzt hier mit der super dekadenten Munition rumgelaufen bin. Ich denke, es wird Zeit, dass ich da auch mal die Route jetzt so ein bisschen herstelle. Das heißt, ich hätte jetzt ganz gerne jetzt hat mehr Munition. Blau wäre. Wo blau wollt ihr eigentlich für die Türme haben, ne? Dann nimm mal rot. Also nimm rot mal hier raus. Tu rot von Hand. Wo habe ich die von Handmaschine hingetan? Na gut, Power Armor MK2 ist fertig. Power Armor MK3. Braucht keine lila Science Packs. Aber zum Bauen brauchen wir dann 150. Und 80 Gunmetal Alloy. Ja, knickt das. Das dauert noch. Shooting Speed, nein. Laser Turret Damage Upgrade. Ich glaube, das gönne ich mir. Mach mal. So, da oben ist die Fabrik, die ich haben wollte. So, du machst jetzt bitte Rubine. So. Dich ra. Achso, was sind die Vierer-Module? Achso, ihr habt auch alle nur Vierer-Module. Wir können doch inzwischen schon Sechser-Module. Das sollte ich auch weiter ausbauen. Wir brauchen ganz, ganz schnelle Module. Für die Polished-Sachen. Und die Polished-Rubies scheinen anscheinend auch schneller herstellbar zu sein als die Polished-Emeralds. Wer? Achso, ich könnte da mal eine Kiste hinbauen. Wenn sie da überhaupt funktioniert. Die nicht am System angeschlossen ist, der jetzt einfach nur die Rubine da rausnimmt und dann dahin. Und ich könnte hier die Rubine reinschmeißen, wo ich ja eh weiß, dass sie da landen sollen. Nicht alle, ich brauche noch ein paar für die Batterien. Achso, die kann ich ja hier im Inventar lassen. Also nicht alle reinwerfen, nicht alle reinwerfen. So, 20 über. Okay, dann bau bitte mal Advanced. Nee, gar nicht. Wir brauchen eine stinknormale Batterie dafür. Ha! Okay. Also die rote Shotgun Battery Muni ist wirklich low cost. Hat aber auch nur 12x6 Schaden. Und das da 24x20. Das ist aber gut. Gib her das Zeug und er nimmt es da nicht raus. Doofes Ding. Das sollte er echt mal fixen. Ja. So, tu das da hin. 6 Polished Rubies. Bau mir bitte Shotgun Battery, ne? Ja, bau mir die da bitte. Und bau mir bitte
Effektivitätsmodule 3, die kann ich, glaube ich, noch gar nicht. Nö. Okay, nächstes Upgrade definitiv Effektivitätsmodule, damit wir die Rüstung bauen können. Bis dahin halt Muni-Herstellung. Okay. So, was noch? Ich wollte an der Stromversorgung rumbasteln, dafür brauche ich Stein. Mir fällt gerade auf, da wir die Sludge-Geschichte jetzt ja nicht mehr so wirklich nutzen, haben wir gar keinen Stein mehr. Mach mal ganz kurz hier raus, bitte. Eine Provider-Chest. So. Doch, da. Da ist Stein. Kommt immer noch stetig rein, ist alles gut. Sludge-Tanks sind fast leer. Eisen und Kupfer ist voll. Oh, lila Module. Ihr arbeitet nicht, weil ihr keine Schwefelsäure bekommt. Das Problem hatte ich vor ein paar Folgen schon mal gesehen. Und ich dachte, ich hätte es behoben.